So. Ich buddel mich jetzt mal ganz unten, mal schauen, was passiert. Ach, das ist Fuel, okay. Ja. So. Mal schauen, vielleicht sterbe ich gleich. Buddelst du dich auch gerade schnurstracks nach unten? Ich buddel mich einfach nur unten, ich will wissen, was im Erdkern ist. Oh Mann, ich versuche dich gerade einzuholen, aber... Und ich meine, wenn ich halt die Ding finde, den Dingens und sterbe, well. Gibt's überhaupt keinen Fallschaden, ist ja witzig. Weiß ich gar nicht, ich spring vorher immer, versuche vorher immer sowieso zu springen, von daher kann ich es nicht zu 100% sagen. Auf jeden Fall gerade mega spannend dieses, also die heutige Starbound-Aufnahme ist echt so, hui, also die Spannung, ne? Hoffentlich kriege ich keinen Herzinfarkt, wenn er zuguckt. Ja. Das ist schon echt mega spannend, das muss man schon mal sagen. Deswegen will ich ja noch ein bisschen einen Abschluss hinkriegen und noch ein bisschen Planeten erkunden und hoffentlich irgendwelche coolen Basen finden oder irgendwelche Jump-Puzzles wieder. Dass da auch kein Portal passiert ist. Wir haben auch kein Portal gefunden oder so jetzt. Normalerweise finden wir immer sauschnell ein Portal. Auf dem Mond? Weiß ich nicht. So, ich bunde mich jetzt schnurstracks nach unten, mal gucken, ob jetzt gleich Lava kommt. Ah ja. Nee, kommt nicht. Hier kommt einfach nur komplett harter Stein. Ah, dann bin ich auch schon da. Ach so, dann bist du aber... Warte mal, du bist irgendwie doch neben mir gerade. Ja, aber das, der geht nicht gerade, sondern der ist so schief dann. Okay. Ah, da unten bist du. Bleib mal stehen. Ich sammle gerade noch Moonrock. So. Ja, das Man of Steel war gerade noch so okay. Iron Man wegen den Schauspielern kann man so irgendwie, aber der neue Batman, glaub... Der ist ein bisschen mies, was schon alleine X-Men angeht. Ich meine, letztens waren auch Mist, aber naja. Deadpool war geil. Deadpool war mega geil. Stimmt, Deadpool war mega geil. Ich habe noch nie bei einem Film so gelacht, nicht mal bei Comedy-Filmen. Ja gut, Guardians of the Galaxy ist ja auch ziemlich gut gewesen. Ja, das stimmt. Aber Deadpool, nichts kommt an Deadpool ran. Deadpool war einfach krass. Ich bin auf meinem Schiff, verdammt. Ist erst gut gemacht. So, was haben wir hier? Can't land. Inif Kreskin 2, da können wir nicht landen. A rocky, airless world, a great source of fuel, new breathable atmosphere. Okay, das ist wieder so ein Planet. Threat, risky, warm and wet climate, sustains tropical. So, möchtest du auf einen Ozeanplaneten oder auf einen Tropenplaneten? Tropen. So. Ozean, da ist wahrscheinlich auch wieder nichts. Alles klar. Steuermann, Kurs setzen. Nee, aber Filme ist irgendwie generell so. Wir hatten es gestern im Star Trek Stream, hatten wir es, glaube ich, auch. Ich bin doch von den neuen Star Trek Filmen irgendwie bin ich nicht so. Weiß ich nicht. Ich fand auch den neuen Star Wars Film fand ich irgendwie nicht so prickelnd. War, ja, aber also. Es war halt. Es klingt war vielleicht. Was? Ich wollte dir nur immer ins Wort fallen. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, es klingt vielleicht ein bisschen blasphemisch, aber wenn man sich mal ganz nüchtern die alten klassischen Star Trek Filme, Star Wars Filme anschaut, so 4, 5, 6 Episode und so, oder auch 1, 2, 3 von mir aus, die sind storytechnisch nie so auf mega hohem Niveau. Nein, das nicht, aber zum Beispiel ne, der vierte, fünfte und sechste Teil, ja, das war halt damals und so und es war was Neues und es war schon geil irgendwie. So, jetzt hast du, was ist denn das? Swam Water. Hier. Oh cool, hier ist ein Frosch. Ja, hier auch links. Nein, hier ist ein Frosch. Also ein sprechender Frosch. Entsprechender Frosch, aha. Fehlt nur noch, der dass Baum der fällt sagt, Fox, help me. Macht denn der? Oh, der verkauft, ist ein Händler. Kannst du da picken? Molotov-Cocktails. Aha, Cell. Okay, kann ich irgendwas verkaufen? Ach. Natürlich nicht. Und Grass Seeds können wir kaufen. Das ist ja nicht schlecht, können wir uns Wiese pflanzen. Echt irgendwas verkaufen hier davon? Ich könnte das Fuel könnte ich verkaufen, ansonsten aber nüscht. Na gut. was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, nee, keine Ahnung. Ich finde zum Beispiel, dass schon, aber wenn du dir halt den neuen Star Wars Film anschaust, ist es halt einfach Episode 4 in halt anders. Passt halt. Sink. Sorry, ich bin gerade hier abgelenkt. Hier, Autochip, hier this sounds you building and repairing vehicles. Sehr geil. Ich habe einen Chip gefunden für Vehikel. Da haben wir in den Kisten auch schon 20 Stück oder so. Echt? Gönn mir doch mal meinen kleinen Erfolg. Yay, geil. Herzlichen Glückwunsch. Ich kaufe mal einen Bathroom Sink. Sehr gut.
Also mit 12, 4, 5, 6 kann man aber die 3 und die 7 auch nichts anfangen, einmal nach. Pure Langeweile waren die Filme. Okay, muss die 7 war aber kein Star Wars mehr. Ja, ich weiß es nicht. Ich fand den. Die ersten zwei. Also die ersten drei, es war irgendwie so seltsam. Vor allem auch der dritte Teil. Ich fand es irgendwie extrem seltsam. Weiß ich nicht. Aber ich finde, im siebten Teil haben sie gerade dieses Original Star Wars Feeling ganz gut eingefangen. Also. Ja, weil es halt Teil 4 einfach nochmal ist in neu. Ja, ja, genau. Das ist aber halt einfach, also deswegen, das ja. Muss man fairerweise dazu sagen. Jetzt kommt bestimmt irgendwas. Jetzt kommt dann der achte Teil dann bestimmt. Im achten Teil ist es dann bestimmt so. Da wird irgendein Kergonit eingefroren dann oder vielleicht irgendwo anders eingefroren. Und dann schlagen sie zurück und rächen sich dafür, dass der zweite Riesentodesstern kaputt gegangen ist. Und dann im anderen Teil, da kommen dann die Jedis zurück, da werden sie komplett neu ausgebildet dann, und dann vernichten sie alles. Wäre doch geil. Ich spoilere jetzt einfach mal, wie das weitergehen wird. So auf dem Niveau stelle ich mir das nämlich vor. Du bist du überhaupt nicht mehr beim Spiel dabei, oder? Hier sind Frösche, die hast du noch überhaupt nicht kommentiert. Ja, die hast du schon kommentiert. Ich muss nicht überall einen Kommentar dazu abgeben. Hab ich. Ja, okay, hast du mir mal gesagt. Ja, ja, aber seit wann hörst du auf mich, ey? Ja, ab und an höre ich mal auf dich. Aber ich finde das gerade echt geil hier, muss ich sagen. Also, wer war noch nie auf einem Tropenplaneten, kann das sein? Ja, das ist mit dem Sumpf und so. Ja, gut, das ist ein bisschen ätzend, der Sumpf. Ich möchte betonen, ich habe mich noch nicht eingegraben. Ja, ich laufe hier oben lang. Kann man mit denen eigentlich irgendwas machen? Nee, ne? Nö. Was mich auch gerade extrem wundert, dass der Cooper noch keinen einzigen der Einheimischen getötet hat. Ja, es kribbelt schon, aber... Normalerweise ist das Erste, was er macht. Er geht auf den Planeten an... Was ist das? Was denn? Ein Orca oder was? Das hat auf jeden Fall wehgetan. Stimmt. Ist ja geil. Was denn für ein zugewachsenes Ding? Wieso hat das keine Türen? Oh, Truhe! Meine! Nein! Verflucht seist du! Versager! Oh, das macht ganz schön Aua, das Ding. Noch eine Truhe. Meins. Bestimmt meins. Problem ist, wir brauchen ja auch gar nicht mehr diese Meta-Module und so. Wir können ja eh nicht mehr weiter upgraden. Stimmt. Was ist das eigentlich für ein Viech? Mingo. Wie heißt das Viech eigentlich? Wo sehe ich denn, wie die Viecher heißen? Du kannst links auf diese Lupe drücken, links, rechts, schwäche heute irgendwie. Auf diese Lupe und inspect. Und dann, weiß nicht, was ist denn das? Gross Coffee Beans. Nee, ich hab mich wohl verklickt. Meinst du? Meinst du nicht, dass das eine Roast Coffee Bean war, die uns gerade angegriffen hat? Nicht Roast, das ist Gross. Also ach, Gross. Ich hab Roast verstanden. Das ist vor allem, like, ach Mann, ey, der klickt, schaut immer nur den Hintergrund an. Okay, ja, also ein Froschdorf. Haben wir das auch schon mal gesehen? Das ist ja. Ja. Ich glaube, wir haben noch nicht alles gesehen. Wir müssen noch mindestens 8 Stunden hier Let's Play machen. Oh, achso, schon wieder so ein Turm. Haben wir ja schon ein paar Mal gehabt. Was für ein Dingens? Oh, ich bin fast tot. Moment. Ups. Ja, genau, erstmal die Dingens hier machen. Ciao. So macht man das. Wie ging das nochmal mit... Ah, mit F ging das. Okay. Aua. Der schläft da oben. Ich wecke ihn mal auf. Ciao. Wir sind die Assassinen des Universums. Greif mit Regenbögen an. Kein Schaden machen. Oh, ruckel, Alter. Hey, das ist ja noch so ein Ding. Nein. Hey. Mist. Doc. I can't do it. I just can't. Hui! Ist doch kein Problem. Du bist ein Assi, echt. Ja, die alte Mimöse traut sich nicht zu hüpfen. Du bist ein Assi einfach. Das ist unfassbar. Juhu! Buddeln. Ja, aber nur Mittel zum Zweck. Ja, natürlich. Lass ihn auf mich drauffallen. Das war der Plan eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Juhu. Ach nee, Silber. Ich muss Ressourcen sammeln. Grassy Rock? Ich hab echt mal... Ich
Ich habe echt meiner Sucht nicht nachgegeben bisher. Ich habe noch nicht alle Ressourcen eingesammelt, die sich mir aufgetan haben. Ja, weil ich glaube, du bist ja auch im übersättigten Zustand momentan. Truhe. Ah, Tech-Chips, braucht doch keine mehr. Tough Chest? Wie schaut denn das aus? Oh yeah, Rambo. Jetzt brauche ich noch eine MG oder so. Sehr gut. Es gibt zum Glück genügend Knarren hier. So, irgendwas habe ich aufgesammelt. Biosample. Aha, aha. Ja, das kriegst du ja von diesen Gegnern. Die droppen das ja. Mein Supermove schaut cool aus. Hoia! Das stimmt, ich habe den noch nie wirklich bei Gegnern benutzt. Wo hast du die Waffe eigentlich her? Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube bei irgendeinem Portal oder so war das mal drin. Ah. Natürlich ein Portal, wo du die Kiste zuerst gekriegt hast, ist klar. Ja, womöglich. Ist unfassbar. Kiste. Meins. Ach Mann. Wupp. Was ist denn dann? Ey. Das musst du dir echt abgewöhnen. Das machen wirklich nur kleine Teenie-Mädchen. Echt? Ich kann jemanden nicht ernst nehmen, der wupp macht. Das ist so. Oh. Wupp wupp. Es ist so schlimm. Oh nee, ey. Ach ja. Denn das hier überhaupt gerade für eine Flora? Palmen auf zwei Schichten. Ja. Ich lauf einfach mal weiter. Gummibären. Hüpfen hier und doch und überall. Nicht hier und doch, oder? Sondern hier und dort. Hier und dort und überall. Stimmt, hier und dort und überall, ja. Ja, Mann. Schau mal, ich kann viel höher hüpfen als du. Hui! Wieso kannst du so hoch springen? Ich hab mir Drogen gespritzt. Sehr gut. Keine macht den Drogen. Außer sie schmecken gut. Das kann ich. Hey, da liegt ein Meta-Modul. Hab ich schon. Ich krieg von dem Gelaufe hier Stardew Valley. Ich krieg von dem Gelaufe hier gerade, krieg ich echt gerade hier so in den Fingern, die tun echt gerade ein bisschen weh. Ja, es ist irgendwie die ganze Zeit D. Das ist echt irgendwie ein bisschen anstrengend. Weil wie groß ist denn dieser Planet? Hey! Pixel! Juhu, Pixel! Ich hab ein Oboe gefunden. Habe ich nicht schon mal ein Oboe? Ich glaube nicht. Oboe, wie klingt denn die? Scheiße. Naja. Was ist denn das eigentlich? Oh. Ein Regenschirm. Was auf Mary Poppins oder wie? Ja. Ting, ting, ting. Nee, was sagt die immer? Was ist ihr Slogan? Ich weiß es gar nicht. Oh, das ist zu lange her, das weiß ich nicht mehr. La la la. Oh, was ist denn hier los? Nein, tot. Haha. Auch nicht. Haha. Der Regenschirm. Damage per Shot 0. Rate of Fire 0. Energy per Shot 0. Was ist denn das hier gerade? Das ist voll. Alter! Das ist voll die Invasion. So. Ich will nicht mehr Rambo. Willst du das Rambo-Shirt haben? Nee. Oh, jetzt ruckelt es bei mir auch ein bisschen. Ich weiß nicht, was das manchmal ist. Habe ich echt keine Ahnung. Was ist denn das? Eine fliegende Birne? Ja, irgendwie sowas. Ah, wir haben es umrundet. Echt? Wollen wir uns nochmal nach unten graben oder zum nächsten Planeten? Nach unten buddeln, natürlich. Was frage ich eigentlich so doof? Warte die ganze Zeit schon drauf, dass wir uns nach unten buddeln können. Oh, guck mal, da ist irgendwas. Licht. Achso. Ich dachte, da ist vielleicht irgendwas. Geronimo! Oh, jetzt mal. Oh, was ist das? Tempel. Nix drin. So. Mal weiter nach unten gehen. Der Fix, ich will da rein. Jetzt ab. Juhu, Ressourcen. Juhu. Ressourcen, Ressourcen, Ressourcen. So. Aua. Das war doof. Learn to craft seafood routine. Mhm.
Gratin oder Gratin? Gratin, Gratin, keine Ahnung. Oh Mann, das ist ja hier Brockhart. Komm mal her, Buddel, lass uns ja, gemeinsam was. Gemeinsam sind wir stark. Alle für eine, alle für eine. Es kommt gleich Lava. Alle für ein, eine. Was? Was hast du gesagt jetzt? Alle für ein, alle für alle? Eine für alle und eine. Alle für einen, eine für alle. Oh, noch eine Kiste. Oh, oh. Jetzt finden wir massenweise Meta-Module-Dinger, ist ja klar. Das brauchen wir es ja nicht mehr. Hallo. Aua. So bröckelt das die ganze Zeit? Keine Ahnung. Wir haben was kaputt gemacht, glaube ich. Hui. Leuchtet da eigentlich links und rechts? Also das ist wahrscheinlich wieder Hintergrund oder so. Müssen wir so ein bisschen nach links und so. Ich würde gerne mal ein Portal wiederfinden. Ja, das wäre mal ganz cool. Zack. Ah, ich habe trotzdem die Waffe gekriegt. Weißt du, ich habe das gar nicht aufgekriegt, die Kiste. Aber der hat Blumen drin. Ah, gleich wieder aufgesammelt. Raider! Wuhu! Raider! Kiste! Juhu! Autochip. Ganz schön viele Kisten. Ja, hier ruckelt's gerade wieder extrem bei mir. Ja, ein bisschen, ja. Dankeschön! Das war keine Absicht. Ich kann schon viel aus, das Ding. Das war echt keine Absicht. Oh, das ist gerade echt ein bisschen ätzend, das Geruckle. Da würde ich gerne mal wissen, was das ist. Es ist komisch, es war früher nicht so. Also bei der ganz alten Version. Nee, ich glaube, es gab ein Update, glaube ich, aber, ne? Ja. Oh, oh. Also, achso, nee, seit dem letzten Ding. Nee, ich glaube nicht. Kannst du mich mal hier mit... Ja, ich bin schon durch. Ich buddel überall hin. Oh, das ruckelt. Der ist echt ätzend gerade, ne? Bei mir sind hier viele Kisten. Ja. Aber es liegt halt echt nicht am Rechner oder sonst was. Es liegt halt wirklich am Spiel. Ja, es ist echt seltsam. Ich weiß gar nicht, wieso. Irgendwas haben sie für schlimm bessert. Aua. Jetzt geht's. Jetzt ist plötzlich wieder total geil. Ich glaube, das ist irgendwie oben, wenn du irgendwas nachkommen musst. So. Gute Nacht an alle, die schlafen gehen. Ja, gute Nacht. Ist hier auch schon 11 Uhr. Oh Mann, das ruckelt. Ich kann nicht mal mehr Richtung der Maus. Du musst weiter runter. Wenn du dich weiter runter buddelst, geht's wieder. Aus welchen Gründen noch immer. Das ist echt strange. Boah, wie cool ist das denn? Was denn? Hat eine Waffe gefunden. Ja, die ist vielleicht sogar besser als deine und hat auch eine ziemlich coole Special-Attacke. Mhm. Aber also ich habe gerade wieder nur 2 Frames pro Sekunde oder so. Geil. Ich glaube, ich habe den Kern des Planeten erreicht. Versuch gerade dein... Ja... Also hier ruckelt's nicht mehr bei dir? Nö, überhaupt nicht mehr. Ah, jetzt geht's wieder ein bisschen, ja. Hier ist alles 100% flüssig. Ich check das irgendwie nicht. Guck mal, die Waffe hier. Kann sowas. Was? Wie geil ist das denn? Schau mal, ich weiß nicht, ob die stärker ist als deine. Keine Ahnung. Ich hab sie da rübergeschmissen. Da. Ach, da. Wo ist sie denn? Was hat sie denn? 30,6 Rate of Fire 1. Ne, ist schwächer als meine. Ja, okay. Jetzt sind wir schon beim Kern, haben aber kein Portal gefunden. Nee, wir sind nicht beim Kern, oder? Das sind auch... Ach nee, doch, doch. Wir sind im Kern. Das sind die Core-Fragments schon. Ein Planeten noch oder Schluss für heute? Oh, lass noch einen Planeten machen. Na, ich spiel mich mal hoch. Das dauert nicht so lange hier. Ja, das ist echt ein bisschen ätzend gerade. Okay, ich biege mich auch hoch. So. Also, wo gehen wir hin? Haben wir in diesem Planetensystem... Oh Mann. So, ach komm. Wo sind wir denn gerade schon wieder? Da hinten sind wir gerade.